In der Ausstellung Künstlerinnen des Inventars geht es um Zeichnerinnen, die das Museum in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts beschäftigt hat, zu zeichnerischen bildlichen Darstellungen der Objekte auf Karten, die zu einem Inventarkartenkatalog gehört. Man beschäftigte Frauen, weil die eben eine zeichnerische Ausbildung mitbrachten. Ein Beispiel dafür ist die Marie Enderlin. Das Interessante an der Biografie von Marie Enderlin ist, dass sie auch neben ihrer Tätigkeit am Museum als Zeichnerin selbst gesammelt hat. Wir haben eine Sammlung von 211 Löffeln, wo wir eine Auswahl auch in der Ausstellung zeigen, die Marie Enderlin, nachdem sie schon in Rente war, dem Museum verkauft hat. Das Interessante an dieser Sammlung ist zusätzlich auch, dass es einen eigenen Inventarkartenkatalog zu dieser Sammlung gibt. Also sie hat nach den Vorgaben, die sie ja die ihr geläufig waren durch ihre jahrzehntelange Tätigkeit als Zeichnerin für diesen Inventarkartenkatalog, hat sie eben einen solchen Katalog auch für diese eigene Sammlung angelegt und auch beschriftet mit Sammlung Marie Enderlin. Diese Karten dienten eben unter anderem auch zur eindeutigen Identifizierung des Objektes. Also darauf wurde Wert gelegt. Das war die Aufgabenstellung, mit der die Zeichnerinnen konfrontiert waren. Wenn wir sie heute anschauen und vergleichen, dann sehen wir eben, dass es durchaus eine individuelle Herangehensweise und dann auch einen individuellen Zeichen- und Malstil gibt. In dem Zeitraum, von dem wir sprechen, der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, war, kann man sagen, das Museum eine klar männlich dominierte Institution. Also wissenschaftliche oder Kustodenstellen waren männlich besetzt, genauso Direktorenposten. In vergleichbarer Anstellung wurden Frauen eigentlich erst ab der Mitte des letzten Jahrhunderts beschäftigt. Ethnografische Museen im Allgemeinen beschäftigen sich gerade ja mit der Geschichte ihrer Sammlung und da in dem Zusammenhang auch mit der eigenen Geschichte. Und da passt das ganz gut rein.